In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit einem Raspberry Pi und ein paar LED-Streifen so eine tolle Beleuchtung herstellt. Als ersten Schritt müsst ihr natürlich ein paar Sachen besorgen. Logischerweise braucht ihr einen Raspberry Pi. Dann braucht ihr die LED-Strips und ihr braucht noch NPN-Transistoren. Ich habe jetzt zum Beispiel die des Typs BC337 genommen. Um das Ganze zu verbinden, braucht ihr natürlich noch ein paar Kabel. Fangen wir nun mit dem Aufbau an. Im Allgemeinen sieht das so aus. Da das natürlich etwas unübersichtlich ist, kommt jetzt hier der Schaltplan. Jeder Transistor ist für eine eigene Farbe zuständig. Diese sind zudem alle einzeln mit einem GPIO-Pin verbunden. Für die rote Farbe wäre das zum Beispiel 17, grün 27 und blau 22. An dem LED-Streifen wird an den Anschluss V+ 12 Volt angelegt und an die jeweiligen Ausgänge RGB werden die Kollektoren, der Kollektoranschluss der Transistoren angeschlossen. Vorwiderstände werden nicht benötigt, da diese im LED-Streifen schon vorhanden sind. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass ihr die Masse des Raspberries ebenfalls mit der Masse eurer gesamten Schaltung verbindet. Kommen wir nun zu dem Software-Teil. Ihr braucht ein Terminalfenster, dabei ist es egal, ob dieses über SSH oder direkt auf dem Raspberry realisiert ist. Die verwendeten Befehle packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Als erstes müssen wir das Programm PyGPU installieren. Dazu laden wir das erstmal herunter. Das Kompilieren, das dauert jetzt eine ganze Weile, deswegen habe ich das Ganze geschnitten. Wenn es fertig kompiliert wurde, wird nun das Programm installiert. Mit dem Befehl PyGPIOD wird das Programm gestartet. Falls das Programm schon gestartet ist, erscheint diese Fehlermeldung. Man kann das Programm beenden, indem man sudo killall PyGPIOD eingibt. Um nun die Helligkeit von den LEDs einzustellen, müsst ihr den Befehl PyGSP eingeben. Dann folgt die Nummer für den GPIO-Pin und die Helligkeit, wobei 0 aus wäre und 255 wäre dann an, beziehungsweise auf voller Lichtstärke oder wie man das nennen mag. Ich habe eine kleine Website geschrieben, mit der man über eine Oberfläche diese Befehle im Prinzip aufrufen kann. Diese befindet sich dann in der Videobeschreibung. Wer möchte, kann natürlich diese erweitern oder verändern, wie er lustig ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo oder ein Like freuen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt einfach in die Kommentare.